Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Probier.tv. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei Probier.at und heute möchte ich euch ein Bier vorstellen, das kommt aus Kärnten und hat 2016 bei dem European Beer Star Gold gewonnen und das war eine ja, bisschen intensivere Entwicklungsgeschichte. 2015 hat man Bronze gewonnen, 2014 war schon Silber dran, also man hat sich da so langsam rangehangelt und es ist übrigens auch ein Bier, was in meinem Buch schon mit dabei war und was damals schon aus meiner Sicht sehr, sehr gut abgeschnitten hat und ich würde jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, eben wie gesagt, diese Prämierung mit dem European Beer Star in Gold. Gibt es ja nicht so viele österreichische Brauereien, die sich da beteiligen. Leider möchte ich fast sagen, dieses Bier einfach nochmal hier am Kanal zu verkosten und im Zweifelsfall euch dann auch ans Herz zu legen. Das Ganze ist das Hirter 1270. 1270 ist die Jahreszahl der ersten urkundlichen Erwähnung der Brauerei Hirt, also auch da durchaus Braukompetenz vorhanden und die Hirter Brauerei hat gerade in den letzten Jahren durch wirklich kreative Biere auf sich aufmerksam gemacht, hat immer wieder versucht, Bierspezialitäten am Markt zu bringen, ist auch in den Kulturbrauer-Bierboxen immer mit außergewöhnlichen Bieren mit dabei und insofern gibt es allein dafür schon einen Daumen nach oben, der nach Hirt geht. So, 1270, ein Amber Lager mit 4,9 Volumenprozent Alkohol. Also eher aus dem klassischen Sortiment gekommen, das Ganze. Und das ist einfach, wenn man euch einfach mal diese Farbe anschaut, Bernsteinfarben at its best, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ungetrübt, leicht rötlicher Einschlag, extrem feinporig und tolle Schaumkrone oben drauf. Das sind in diesem Hirterglas, was ich noch gefunden habe, 3 Finger breit oben drauf, aber schön kompakt, schön sahnig, schön cremig und haftet auch herrlich am Glas. Und das ist das, was mich bei diesem Bier wirklich verwundert hat. Man hat eine Malznote in der Nase, leicht süßlich, aber das sind so Steinobst-Aprikosennoten, also oder Barillen, wie man hier sagt. Das ist wirklich eine Aromatik, die mich dann doch sehr überrascht, aber Überraschung, ich würde sagen, cheers, Prost! Und ich habe dieses Bier an Weihnachten, waren meine Eltern zu Besuch, meine Eltern zum Kosten gegeben und auch die haben gesagt, die sind jetzt keine extremen Bierkenner, aber ein sehr gut trinkbares Bier hat einfach so eine malzige Karamellnote im Antrunk. Ist spritzig, frisch, hat leicht brotige Töne. Also nicht zu kompliziert auch ungeübten Gaumen, aber was dann spannend ist, es kommen dann so leichte Röstnoten mit rein, die fruchtigen Töne sind eigentlich gar nicht mehr so präsent, sie sind noch da, es hat so eine gewisse Süße ja da drin, das Bier, aber die driftet eher so ins Karamellige rein und insgesamt auch der ganze Hopfen hält sich sehr zurück bei dem Bier. Es ist dann doch eher, sag mal, ein malzdominiertes Bier. Aber sehr süffig, sehr, sehr spritzig, auch die Kohlensäure. Der Körper ist ja schlank bis mittel. Baut sich eben um diese ganze Malzkonstruktion rum auf. Und was ich dann sehr schön finde, es kommen im Nachtrunk, es bleibt weiter karamellig, malzig, aber es kommen diese fruchtigen Töne zurück und es kommt dann auch so eine leichte, grasige Hopfennote im Nachtrunk mit rein. Also dafür, dass das einfach ein sehr, sehr klassisches Bier aus einer mittelständischen Brauerei ist, steckt da schon sehr, sehr viel
an ja, Bierkreativität drin, vor allen Dingen auch an Komplexität, ohne aber jetzt, sag mal, auch den Otto Normalbiertrinker zu überfordern. Also von meiner Seite gibt es wie im Buch 4 von 5 möglichen Punkten für das Hirter 1270. Wie gesagt, der European Beer Star in Gold, mehr als redlich verdient 2016. Und damit nochmal eine herzliche Gratulation in die Brauerei Hirt. Und ich freue mich schon, was 2017 in diesem Jahr aus der Brauerei alles kommt. Wenn ihr dieses Bier kennt, freue ich mich über eure Kommentare. Vergesst nicht, das Bier auch bei der Biertasting-App zu bewerten. Und ansonsten sehen wir uns wieder mit dem nächsten Bier um 4 hier bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi!